Abschlusstraining vor der Partie bei Manchester City. Heute wegen einer Unwetterwarnung auf dem Trainingsgelände des englischen Meisters. Damit, falls es regnet, der Rasen geschont wird. Bisher weht aber eher ein laues Lüftchen durch das Amateurstadion. Den Flug haben alle Schalker Profis gut überstanden, also keine weitere Hiobsbotschaft für Trainer Domenico Tedesco. Matija Nastasic genießt die Zeit hier in Manchester bei seinem Ex-Club und schöpft trotz der Hinspielniederlage Mut für das Rückspiel. Wenn du an das erste Spiel zurückdenkst, wie stehen dann unsere Chancen hier im Rückspiel? Im ersten Spiel, da haben wir in den ersten 85 Minuten eigentlich ganz gut gespielt. Dann haben wir aber viele leichte Fehler gemacht und wir haben die Partie mit 2-3 verloren. Wir haben aber im ersten Spiel gezeigt, dass wir mithalten können gegen solche Teams wie Manchester City. Und wenn wir denselben Glauben haben und denselben Mut zeigen, dann können wir es auch morgen schaffen. Natürlich brauchen wir aber auch etwas Glück, um weiterzukommen. Das stimmt natürlich. Aber wir sind nicht ohne Chance hierher gekommen, um das Spiel zu gewinnen. Du kennst die Atmosphäre hier im Stadion. Was erwartet uns morgen hier in Manchester? Es ist wirklich schwierig für mich, das zu beantworten, wenn du jedes Heimspiel vor unseren unglaublichen Fans spielen darfst. Daher kann ich nicht sagen, dass in jedem Stadion eine großartige Atmosphäre herrscht oder irgendetwas Spezielles über die Stimmung sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es natürlich in England auch tolle Fans gibt. Meine Zeit hier bei City war super toll. Sie haben unglaubliche Fans. Aber wir sind darauf vorbereitet und uns wird die Stimmung kein Problem bereiten. Du hast in Madrid in dieser magischen Nacht gespielt, als wir 4-3 gewonnen haben. Erwartest du jetzt dasselbe für morgen? Ich würde das Ergebnis sofort unterschreiben. Das ist genau das Ergebnis, das wir erzielen wollen. Ich hoffe, dass wir es morgen schaffen.